Oh, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 15. Man merkt vielleicht schon den Unterschied. Ich nehme gerade ohne Popschutz auf. Ich hoffe einfach, dass es sich besser anhört. Popschutz, das ist eben, damit das nicht so macht. Ihr hört es schon. Aber ich glaube, das nimmt so ein bisschen Stimmvolumen raus. Das hat sich in den letzten Aufnahmen etwas anders angehört. Ich hoffe jetzt auch, die Lautstärke ist in Ordnung. Wir laufen mal hier zu Aufbäumen der Gejagten. Mega Marise und Mesmerize. Ich hoffe, das spricht man so aus. Wahrscheinlich nicht. Yeah. Ja, stimmt. So wie Gladiolus hoffe ich auch, eine ziemlich voluminöse Stimme jetzt rausholen zu können. Ja, ein bisschen, damit es sich wärmer anhört und ein klarerer Klang entsteht. Naja. So. Muss man ja auch mal erwähnen. Sind wir jetzt nur mit Gladiolus unterwegs? Wo sind denn unsere Brothers and Sisters? Dann halt ohne. Ach da, da ist Prompto. Der hat bestimmt Bilder gemacht. Der hat bestimmt ein paar Bilder gemacht. Ich finde Prompto voll cool. Ich würde ihn echt gern mal cosplayen. Ich habe leider noch nie gecosplayed, aber ich würde das echt gern mal machen. Und hier irgendwie jeder Charakter bietet sowas. Alles klar. Ja. So, wir laufen. So, ich versuche das wieder mit dem automatischen Laufen und es will wie immer nicht funktionieren. Jetzt aber. So, irgendwann kriegen wir das schon gut hin. Irgendwann. Nach einer kleinen Pause? Du sagst es. Ah, wir sind doch erst losgelaufen. Wir haben doch erst Anfang der Folge nicht mal 2 Minuten richtig aufgenommen. Mann, oh Mann, oh Mann. Noctis, dieser Faulpelz. So. Ich habe auch noch den Gain ein bisschen hochgeschraubt. Ich hoffe, das hört sich jetzt im Lautstärkeverhältnis ganz okay so an. Ich hoffe, das übersteuert jetzt auch nicht so irgendwie. Ah, okay. Jetzt aber im Vergleich zur letzten Folge sehen wir jetzt da hinten endlich mal Gegner. Auf und auf. War keine Absicht. Oh, das sieht man schon. Das ist ein mega Mesmerize. So, wir nehmen mal den großen. Genau, so können wir wechseln. Und wir greifen. Sorry. Hoppala. Ja! Einfach runter mit dir. So. Yes! Ja! Zertrümmert! Was? Ich hab doch geblockt. So. Nein! Komm schon! Dann halt erst die Kleinen. Hier! Ja! Ja, zertrümmern wir die Kleinen. So, erstmal hier in Sicherheit. Dann suchen wir dich aus. Zack! Ja! Und ja! Einmal kurz wegräumen und... Oh, scheiße. Mist. Du entkommst mir nicht. Ja, danke, Prompto. Du! Ja, parieren. Alter, der ist weg. Der ist gleich... Ja, sehr gut. So. Oh, scheiße. Das Hinfallen? Warte. Prompto! Prompto! Oh! Okay, das richtet nicht viel Schaden an. So, einmal kurz weg. Oh, das war knapp. So, Moment. Einen Heiltrank. Oh, Ignis. Auch einer unserer Brothers and Sisters. Du hast ja noch gar nichts abbekommen, mein Lieber. Yes! Ja! Oh, der ist außer Rand und Band. Yes! Einmal kurz weg. Ja! Ja.
So. Oh, scheiße. Du wolltest gerade losreiten, nicht? Was? Ignis? Ignis? Was? Gefährten retten. Wenn die LP eines Gefährten auf Null fallen, sind seine Fähigkeiten stark eingeschränkt. Eile zu einem Gefährten im kritischen Zustand und heile ihn, bevor er kampfunfähig wird. Ignis? Ignis natürlich. So, ich hätte jetzt fast geblockt. Das wäre natürlich nicht so vorteilhaft gewesen, aber Ignis gerettet, gerade so. Oh, zwei auf einmal. Und der hier ist außer Rand und Band. So, einmal ausweichen und hier. Du da hinten. Nein! Ah, Mist. Da ist noch ein kleiner. Scheiße. Eine MP-Straße. Ich wollte eigentlich da jetzt hoch. Okay, wir müssen in Deckung gehen. So, oh oh. Na, so. Ups. Oh, das tut mir voll leid. Das tut mir voll leid, Mann. So, der ist weg. Huch. Hier. Mist. Der ist ausgewichen. So, probieren wir das mal. Alter! Ja! Boah, super, Ignis! Ah, scheiße! Vorsicht! Einmal hier in dieser eisigen Kälte in Deckung gehen. Da fühlt er sich in Sicherheit, aber ist es natürlich nicht. Denn wir greifen an! Ja. Oh Mann, hab ich vielleicht einen Durst! Ich bin am Verhungern. Was machst du? Auch ein harter Kampf. Ach so. Ich dachte, Prompto macht jetzt ein Bild von dem Bein oder so. Wow, das war ein harter Kampf. Und da hinten? Was haben wir da hinten? Ach so. Aufbäumen der Gejagten. Ach so, natürlich. Die Infos natürlich jetzt an den Auftragsgeber erbringen. Und dann holen wir uns unsere Belohnung ab. Das können wir natürlich etwas beschleunigen. So, ich mache hier mal den hier. Die Musik ist einfach so geil. Gerade auch jetzt, dieses bedrückende Gefühl, als wäre irgendwas noch hier. Aber was? Vielleicht werden wir beobachtet. Boah, die Umgebung ist einfach so geil. Also danach sollten die vielleicht mal einen Happen essen. Sollte man vielleicht mal in Angriff nehmen. Ob da oben noch irgendwas ist? Warum siehst du nicht die Jacke aus? Ah, diese billigen Flirtversuche, die ziehen bei uns nicht. Lass den Quatsch! Ich musste ein bisschen Abstand gewinnen von Gladiolus, aber der holt uns immer ein. Der holt uns immer ein, der ist richtig fix unterwegs. So, gleich sind wir da. Und Stase. Super. Super. Super machen wir das. Super. Ganz, ganz toll. Ja, die reden seit Tagen von nichts anderem. Wir sind auch schon ganz schön lange hier. So, reden. Willkommen. Hallo. Willkommen. Sie haben Post. Willkommen zurück. Oh, jetzt kommt Rang 2. Oh, 1830 Gil. Mhm. Okay, bringt Rang 2 jetzt irgendwas? Es geht voran, was? Mhm, eine Fährtenlese. Prämie für Rangaufstieg erhalten. Titanreif, ja. Sehr gut. So,
Gibt's noch irgendwas? Was darf sein? So, wir gucken mal hier. Alle schwere Brocken. Okay, ja, die sind noch ein bisschen zu arg. Da sieht man Stufe 18. Viel zu hart. Viel zu hart. Hart. So, wir gucken mal eben nochmal hier. Fertigkeiten. Wir haben 60 FP. Und ich glaube, Wartemodus, schmerzhafte Fakten, flinker Analyst, zeigt bei der Analyse mit R1 Gegnerinfos schneller an. Tückischer Warp. Im Wartemodus wird das Zertrümmern von Teilen bei Warp-Angriffen. Ah, ja, okay. Erkundung. Ich glaube, Erkundung ist nämlich sehr wichtig eigentlich. Schnappschuss. FP-Jockey. Gewährt FP für Siege in Chocobo-Rennen. Na, okay, das machen wir ja noch nicht. FP-Cowboy. Gewährt FP für das Zurücklegen bestimmter Distanzen auf einem Chocobo. Ah. Im Regal. Herr der Heringe. Was? Zusätzliche FP beim Zelten. Das ist zum Beispiel nicht schlecht. Ich glaube, das sollten wir mal von Anfang an direkt machen, weil wir noch viel rumfahren werden. Okay. Das sollten wir auch vielleicht machen. So, da haben wir... Aha. Die sind halt alle ein bisschen teuer. So, den Rest sparen wir uns erstmal. Talente, ja, das wissen wir ja. Noctis hat noch kein einziges Mal geangelt. Wir sind jetzt bei Folge 8 und kamen noch immer nicht zum Angeln. Mein lieber Herr Gesangswein. So, haben wir hier sonst irgendwas? Ach, guck mal, der Bronzereif. Der Bronze. So, LP. Oh, der Titanreif sieht nicht schlecht aus. So, den rüsten wir mal eben aus. So. Hier. Oh, Stoppfeuer. Stopp. Stufe 99. Okay. Ist jetzt unsere Eismagie weg? Oh, unsere Eismagie ist weg. Schade. Komm, wir nehmen mal hier. Hauptsache, wir haben was. Gladiolus. Du kriegst auch ein Accessoire. Ein grünes Halsband aus glänzendem Leder beschleunigt die LP-Regeneration merklich. Das würde ich mal beim Ignis machen, weil der so schnell K.O. geht, der Arme. So, der kriegt noch ein bisschen LP. Der Ignis, na, obwohl, der könnte auch ein bisschen LP vertragen, aber die Regeneration ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger gerade. Dann der Prompto, weil der hat, glaube ich, am wenigsten LP. Ja, das sieht man so ein bisschen, so einen kleinen Kick. Nebenwaffe. Ja, komm, komm. Das gönnen wir ihm. Das gönnen wir einfach mal. Ich würde sagen, wir sollten mal nochmal schlafen. Zum Galdinkai begeben. Das ist 2 Kilometer von hier entfernt. Da sieht man schon, die Distanzen zahlen sich dann später wieder aus. Aber wir schlafen nochmal eine Nacht drüber, oder? Ja, wir schlafen nochmal eine Nacht drüber. Ach, Moment, mit dem Zelten. Können wir hier in der... genau, hier. Können wir hier in der Nähe zelten? Eine Lagerstelle? Paprika gibt's zum Ernten. Kartoffel, Fundstelle. Was ist hier? Straßensperre, okay. Da gibt's ein paar Elemente einzusammeln. Unten Lagerstelle. Ich will mal sagen, wir gehen dahin. Ich setze das mal als Ziel fest und wir fahren einfach mal hin. Oder? Ja, komm. Was? Manuell können wir nicht? Okay, dann fahren wir nicht manuell. Aufgabenziel, Karte. Das habe ich doch eben noch eingezeichnet. Da. Da will ich hin. Genau, das machen wir. Lasst nichts liegen. Okay. Und wir fahren jetzt so, zu der Lagerstelle. So, Musik an.
Huch, was macht denn der Noctis da? Ich finde das so cool. Auf den Tank müssen wir natürlich auch achten. Wir fahren jetzt natürlich immer weiter weg von unserem eigentlichen Ziel, aber... Hier, guck mal. Ach, da kann man sogar rausfahren. Cool. Wie weit ist denn das Ziel jetzt eigentlich entfernt von uns? Tuning, Individualisierung, das haben wir ja schon auf eigene Faust herausgefunden. Kann man hupen? Nee, kann man nicht. Ah, die Musik. Schön. Was haben wir noch? Anders Siege. So. Also los, Bewegung. So, einmal hier aussteigen. Okay. Okay, hier haben wir was zum Absorbieren. So, da hinten dürfen wir auch nochmal was haben. Feuer. Ah, die Musik wieder so schön. Da können wir Feuer absorbieren. Huch, so gedrückt halten. Da wird auch später gut sein, wenn wir mehr absorbieren können, dann wird es natürlich viel stärker. So. Was ist denn das für ein Sound die ganze Zeit? Da hinten können wir auch Blitz absorbieren. Ach, hier können wir gar nicht teleporten. Oh. Ich nehme alles zurück. So, die Steine sehen wichtig aus, ne? Genau. Dann können wir gleich wieder pimpen. Was ist das für einer da hinten? Nee, komm. Nee, komm. Sonst lenken wir uns wieder zu viel ab. Wir gehen da jetzt hoch und machen uns ein schönes Lagerfeuer. Dann kann Ignis auch wieder ein bisschen kochen. Ist auch immer schön. Genau. Rasten. Zelten trainieren. Komm, wir machen mal ein Training. Kampfgrundlagen Stufe 5. Sind wir ein bisschen drüber. Oh. Mit der Waffe ist auch lustig eigentlich. Hey, ich bin ausgewichen. Tja, Gladiolus. Der kriecht da. 5 FP erhalten. Ey, gar nicht mal schlecht. Das sollten wir öfter mal machen. Ich stell jetzt mal, wenn wir jetzt wiederholen, dann kriegen wir nichts. Aber, ey, nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Aber ihr habt's gesehen, dann kriegt nur der Noctis EP-Punkte, was auch nicht unbedingt schlecht sein muss. So, rasten. Zelten wir. Für einen Tag. Wir zelten genau. Also. Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Ja, und wir sehen mal, was der Ignis für neue Rezepte für uns parat hat. Ich bin mal gespannt. 0 Tage vergangen. Zeit A, Technik B, Offensive A. Das ist eine ganz nette Bilanz oder Poster. Ach, guck mal. Oh, Doppelhornsteak. Leidener Pfeffer. Oh. Ach, guck mal, da unten mit dem Pixelbild vom Ignis. Oder ist das Ignis? Ist das Ignis oder Prompto? Ich sehe es gerade nicht. Knusperfritten, Leidener Kartoffel. Oh, LP Maximum plus 300. Oh, geil. Alter, das sieht super aus. Wie können das hier machen? Angriffskraft plus 50, LP Maximum plus 200. Komm. Genau. Bingo. Das machen wir jetzt mal.
Ich bin mal gespannt. Oh, das sieht so lecker aus. Oh, ich werde so neidisch gerade. Oh, verdammt. Oh, lecker. Oh, Leute. Leute. Und? Ja? Oh. Talentstufe gestiegen. Neue Rezepte. Wilde Jägerspieße. Jägerspieße. Okay. Oh, neue Bilder. Oh, schön. So macht man das. Auch wieder schön im Kampf. Schlachtfeld warpst. Ja, ich finde das Warpen auch mega geil. Sogar im Kampf siehst du gelassen aus. Sieht ganz normal aus. Der Ignis. Total entspannt. Geht zwar schnell K.O., aber total entspannt dabei. Selbst beim K.O. gehen. Ziemlich cool. Ich weiß. Gladio sieht echt immer cool aus. Der ist auch eine coole Socke, der Typ. Oh, das Foto ist gut. Das ist echt gut. Finde ich auch. Das ist echt gut. Und hier? Oh. Ignis am Abgrund. Kann ihn jemand retten? Oder wird er es alleine schaffen? Oder wird er vielleicht abstürzen? Das erfahren Sie in einer nächsten Folge von Final Fantasy 15. Okay. Ich würde sagen, wenn wir gerade schon dabei waren, dann machen wir jetzt direkt die Abmoderation. Mal sehen, vielleicht kommt noch was. Und es kommt ein Speicher vor. Wie unsere Väter damals durch die Welt. Sogar das Auto ist dasselbe. Ob der König und sein Gefolge so gut feiern konnten wie wir? Schwer vorstellbar, bei dem Spaß, den wir haben. Außerdem stecken sie mitten im Krieg. Feiern geht anders. Ja, Krieg ist eine echte Spaßbremse. Quatsch, die hatten die Zeit ihres Lebens. Sonst hätte Vater diesen Trip nie organisiert. Ja, stimmt, da ist was dran. Da ist in der Nähe irgendwo so ein Monster. Aber wir haben gerade gesehen, der Prompto hat gerade so ein bisschen einen Boni, weil er sein Leibgericht bekommen hat. Oh. Und ich würde gerne wissen, wie finden wir raus, ob wessen Leibgericht ist. Das finden wir alles noch raus. Keine Sorge. Und vielleicht schon in der nächsten Folge von Final Fantasy 15. Bis dann. Ciao.